So, herzlich willkommen zurück zum nächsten Part von The Last of Us Teil 2. Also wir sollen jetzt entweder Gerichtsgebäude oder Parkhaus. Das Parkhaus können wir ja schon eigentlich ziemlich oben mittig sehen. Das Gerichtsgebäude kann ich noch nicht so wirklich entdecken. Ich würde sagen, wir gehen erst einmal zum Parkhaus. Was zur Hölle ist hier passiert? Ich schätze, das Militär hat ja alles weggebombt. Warum sollten sie? Ja, manchmal hat das Militär Stadtteile zerstört. Infizierte, die gewarnt hatten. Oder Rebellen. Ist das nicht übertrieben? Naja, es hat meist funktioniert. Gegen Infizierte oder Rebellen? Beides. Scheiße. Glaub mir. Du hattest Glück, nicht in AKZ aufzuwachsen. Das Gefühl habe ich allmählich auch. Rationsausgabezentrum. In Boston standen wir ewig an. Und es war scheiße. Ich würde irre werden. Manche wurden es. Oder war das Koppel und Gerichtsgebäude? Ich weiß es nicht mehr. Gehen wir einfach mal in die Richtung Parkhaus. Da oben könnten wir theoretisch ja noch was finden. Vermutlich wäre ich jetzt auch eine beschissene Soldatin. Niemals. Du würdest dir nie etwas befehlen lassen. Ja, stimmt wohl. Ich muss sagen, ich hätte gedacht, die Seattle-Quarantänezone wäre deutlich belebter. Ja. Vielleicht verstecken sich alle in der Seravina. Was meinst du eigentlich, wie viele WLF es sind? Tja, mindestens 8. Wenn wir Glück haben, sind es hey. Was ist das? Hier steht, es gibt Vorräte in einer Bank. Sehen wir doch mal nach. Sowas wie ein Open-World-Bereich. Ich habe schon wieder das Gerücht gehört, dass die Westlake Bank noch nie durchsucht wurde. Wenn das stimmt, könnte es da jede Menge Vorräte aus der Zeit vor dem Ausbruch geben. Wir sollten uns das ansehen. Wenn da drin genug Waffen sind, kenne ich ein paar Jungs, die uns dafür sicher aus diesem Scheißloch rausbringen. Da komm schon, ich habe nicht genug Mumm, um da allein reinzugehen. Was ist denn das? Habe ich lange nicht gesehen. Ach, damit messen die, ne? Ob jemand infiziert ist. Mehr ist hier wohl nicht zu holen. Ach, das ist die Werkbank. Will ich die verwenden? Schaden, Nachladegeschwindigkeit bei der ist, glaube ich, echt nicht schlecht. Und wir haben eine Trophäe Bastler erhalten. Ich glaube, das ist die erste Trophäe überhaupt. Kapazität geht nicht. Ja, dann Rest heben wir uns auf, die restlichen Punkte. Okay. Rechts würde es, glaube ich, zu diesen Vorräten gehen. Ich glaube, wir gehen da lang. Vorräte klingen immer super. Was ist denn das Pferd? Da.
Erstmal die Vorräte schnappen. Das Gebäude da hinten hat eine Art Kuppel. Ja, hast recht. Ist jetzt auf der Karte. Ja, das soll es ja auch Sprit geben, ne? Wenn wir schon hier sind, ne? Dann machen wir auch gleich das. Na bitte. Fedra hat das hier mehr als gesichert. Im Boston war immer das Essen knapp. Hungrige Leute drehen durch. Gut, wie komme ich jetzt da rein? Ob ich das nicht bereuen werde. Kommst du da durch? Okay, ich halte das. Shit, infizierte. Pass auf. Oh, das ist clever mit dem Gras. Drüben ist auch noch einer. Dreh dich bitte nicht so schnell um. Sehr schön. Stolz auf dich. Schnell und leise. Genau richtig, so. Die haben das Spiel echt noch ein bisschen verändert. Das sind echt ein Haufen, ne? Ist das ein Klicker da vorne? Oder vielleicht sogar mehrere Klicker. Das sind, glaube ich, beides Klicker, ne? Zwei Klicker und zwei Runner. Ich glaube, ich werde gleich sterben. Ich hoffe, der sieht mich hier drin nicht. Oh oh. Den können wir jetzt da drüben dann gleich platt machen. Ich hoffe, er sieht sie nicht. Der wäre schon mal weg. Das hilft schon mal ungemein, sag ich euch. Die anderen stehen halt echt dicht beisammen, ne? Das ist das Problem. Wenn wir einfach weitergehen. So. Thank you.
Ich hoffe, ich muss da nicht mehr raus. Das wäre echt ein perfektes Areal für einen Bosskampf. Aufgegangen? Ist nur ein blöder Witz. Also auch nicht zum Lachen. Oh, Klappe. Dieser Ort bringt viele Erinnerungen zurück. Meine Schwester hat mich oft mit in eine Synagoge geschleppt. Hätte ich nicht für religiös gehalten. Nee. Aber ich mag es, Teil einer Überlebensgeschichte zu sein. Du meinst nach dem Ausbruch? Das und die Inquisition. Und den Holocaust? Meine Familie hat immer überlebt. Gerade so. Da ist noch eine Tür. Okay. Kommt eigentlich mit wenig Munition durch. Benzin. Na dann mal los. Ach, Gott verdammt. Hey, also bitte. Es ist ein Haus Gottes. Er ist leer. Wie blöd. Was jetzt? Ach, versuchen wir unser Glück im Gerichtsparkhaus. Also doch Parkhaus. Gerichtsparkhaus. Passt echt viel in diesen Rucksack rein. Das ist schon sehr laut, ne? Betest du noch? Manchmal. Echt jetzt? Wann? Einmal, als wir Jackson verlassen haben. Und dann noch bei Joes Grab. Und manchmal bete ich. Nur so für mich. Hilft das dir? Danach bin ich ruhiger. Ich sehe die Dinge aus einer anderen Perspektive. Es ist ein guter Weg, um zu trauern. Ein Weg, Respekt zu zeigen. So kenne ich das. Ich komme hier gar nicht mehr hoch, ne? Aber da könnten wir hochkommen. Wir haben doch, glaube ich, irgendwo was zum Schieben gehabt, genau. Geh mal weg da. Das langt, das hoch genug ist. Schieben wir es mal hier das Regal ran. Ne. Niemals. Aber da drüben. Das klappt. Geh entlang. Ich bin direkt hinter dir. Wir haben neue Informationen über ein aktives WLF-Versteck. An der Ecke Spring und Fünfte sammeln Sie alle in Ihrem Sektor verfügbaren Soldaten und begeben Sie sich so schnell wie möglich dorthin. Exekutieren Sie alle Verdächtigen, sichern Sie den Standort, warten Sie auf meine Ankunft. Ah, die haben noch mehr Feinde, nicht nur uns. Was ist damit? Ja, definitiv, aber da vorne können wir doch noch rein, oder?
Was ist das? Das ist die Tora. Die was? Eine Schrift, sowas wie eine jüdische Bibel. Hm. Meine Schwester würde ausflippen. Unsere New Mexico war halb verbrannt. Okay. Na, immerhin ist noch etwas übrig geblieben. Das war's schon? Okay. Dann spielen wir jetzt Tarzan. Wetten, dass ich damit auf den anderen Balkon komme. Ellie, Vorsicht! R1 okay. Zum Schwingen. Das hält. Und Richtungstaste. So, und der nächste langt zum Absprung. Ist nichts dabei. Komm schon, dir. Das ist die Stelle, wo wir gegen die, wo die diese Infizierten gewesen sind. Ah, genau hier bin ich. Streich die Kuppel von der Liste. Finden wir das Gerichtsgebäude. Vielleicht sollten wir uns vorher noch ein paar Vorräte besorgen. Zumindest ist es hier friedlich. So seltsam, in einer Kurzzeit keine Trucks zu hören. Oder so, das gibt Explosionen. Das Parkhaus wäre ja da oben rechts. Sie immer gemieden. Vermutlich deshalb. Sie wurde einfach immer paranoider. Manchmal ist sie mitten in der Nacht schreiend aufgewacht. Das ist hart. Wir holen jetzt doch erst einmal den Sprit und dann erkunden wir das Gebiet noch. Wir waren nirgendwo länger als ein paar Wochen. Echt scheiße. Schön, dass wir ein Zuhause haben, oder? Ja. Als ich in Jackson ankam, war ich überwältigt von all den Leuten. Ich war überwältigt von all dem Essen. Ich weiß noch, wie ich mich anfangs vollgestopft habe. Hey, ich glaube, da ist das Gericht. Woher weißt du das? Siehst du das Schild da? An dem Gebäude, wo Gericht draufsteht? Oh, ja. Gute Arbeit, Detektivin. Jetzt brauchen wir eigentlich nur das Parkhaus. Hol mal die Karte raus. Das Parkhaus. Hier absteigen. Ist eigentlich genau hier. Wahrscheinlich dann unterm Gerichtsgebäude, oder? Das Parkhaus. Kann nur unterm Gerichtsgebäude sein. Mach auf. Kann aufklappen. Suchen wir weiter. Hätte sein können. Ah, da geht's zum Parkhaus. Oder doch nicht. Hilf mir doch mal. Vielleicht kommen wir da rein. Hier bestimmt. Genau.
Ach, Klicker. Ich hasse Klicker. Dann sind auch welche, wir müssen erst den Raum cleanen. Du läufst denn dahin? Das war knapp, Leute. Aber richtig. Komm ja nicht in meine Richtung. Komm, ich muss ihn töten. Den Hammer. Der andere hat uns noch nicht gesehen, das ist sehr gut. Den haben wir auch. Da ist auch noch einer auf der linken Seite und auf der rechten Seite ist auch einer. Der läuft gerade rum. Der eine steht halt immer da so dicht, ne? Ist nicht so gut. Ich glaube, wir versuchen uns zum Glück erstmal in den anderen Raum. No risk, no fun. So, jetzt kommt der als nächstes. Ja.
Hexenhammer. Sehr gut. So, wo geht's weiter? Das sind jetzt noch, glaube ich, 2 Stück übrig. Sehen? Ach, super. Da hätte ich auch reingekonnt. Klicker hat uns nicht bemerkt, oder? Doch, hat er. Nein! Willst du mich verarschen? Wie viel steckst du ein, ey? Kommt jetzt gleich wieder zurück. So, jetzt. So, noch der Klicker übrig. Ah, schaut mal, da liegt noch Munition. Oder irgendwas halt. Wow, das war ein richtig knapper. Geschafft. Ja, da mal. Ich glaube schon. Suchen wir das Benzin. Ja. So. Hier ist wohl wahr, geschworener zu sein. Hey, hilf mir mal. Komme. Das wird leid, oder? Warst du schon mal in einem Gericht? Hm, hier machen wir aber einen Cut bei der Folge. Willst du mir erzählen, dass du in Boston nie Ärger hattest? Oh, ich hatte Ärger. Aber ich bin nie vor Gericht gelandet. Ich sage vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr schaltet auch wieder beim nächsten Mal ein, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht mit The Last of Us 2. Tschüss zusammen.